Servus und hallo, hier zu einem weiteren Map Review. Ja, wir wurden beide gefragt, ob wir nicht nochmal uns die Karte Stalingrad angucken wollen, Voxi und ich. Und das haben wir natürlich dann auch nochmal hier gerne gemacht. Und da wollen wir euch jetzt unsere Impressionen mitteilen. Zum Beispiel, dass man hier in dieses lustige Haus reinfahren kann. Und ich hoffe mal, ich komme jetzt hier wieder raus. Kann ich rausschießen, wenn du magst. Nein, das geht auch so. So, Stalingrad, eine der momentan ja wieder mal historischen Maps. Wie ist so dein erster Eindruck, Box? Alles grau in grau irgendwie. Passt zu der russischen Tarnfarbe, die man drauf hat. Ansonsten, naja, weiß ich noch nicht genau. Ich habe sie selber vielleicht 5 Mal gehabt in letzter Zeit, meistens in Panzerjägern, und da fand ich es erstmal nicht so berauschend. Okay. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen das heute mal so, dass wir jede Tankklasse mal durchgehen und beginnen würde ich dann am ehesten, wenn wir schon gerade hier sind, mit dem Heavy Tank. Wo würdest du dich denn als Heavy Tank als erstes auf der Karte positionieren? Ich glaube, da gibt es gar nicht so festgelegte Orte hier auf der Map, also anders als auf anderen Maps, wo man halt sagt, hier muss unbedingt ein Heavy hin. Hier kann man sowohl rechts als auch links lang fahren, wobei ich die rechte Seite, also da, wo wir gerade sind, wenn man jetzt oben startet sozusagen und runter guckt, oder sagen wir einfach den Westen, dann ja, würde ich die Seite hier bevorzugen. Ja, das glaube ich auch. Also die rechte Seite hier ist dadurch, glaube ich, heavy intensiver oder heavy lastiger, weil es erstmal eine ebene Fläche ist. Das heißt, hier braucht man keine extrem gute Engine oder braucht man einfach auch keine sehr gute Power to Weight. Also wie nennt sich das im Deutschen? Leistungsgewicht, Leistung, glaube ich. Leistung pro Gewicht. Ja, genau, Verhältnis. Da ist es einfach so, dass man hier relativ schnell trotzdem fahren kann. Es gibt dennoch recht viel Stellen, wo man sich verstecken kann, wohin man sich verschanzen kann. Und man kann sich sogar an einigen Stellen sehr gut Hulldown hinstellen. Also so nur, dass der Kopf rausguckt, der Turm. Das ist überhaupt etwas, Da was hier gibt's oft passiert. sehr, sehr viele, genau. Es liegt überall Schutt rum oder Kohle, Berge oder was auch immer das sein soll. Und das macht es für einen Heavy ganz gut. Also da kann man also wirklich an vielen Stellen seine Wanne verstecken. Und da ich gerade im leichten Panzer unterwegs bin, da stört es ein bisschen, weil man natürlich immer drüber fahren muss und auch ein bisschen hängen bleibt. Also an diesen Stellen verliert man häufig auch Geschwindigkeit. So, wir hatten gerade 25 Jahre Mauerfall. Wir hatten es angesprochen, dass wir mal alle Mauern kaputt machen wollen. Deswegen fahre ich hier gerade die Mauern kaputt. Ja, aber du kannst ruhig weitermachen in deinem Teil. Ja, also Die dann Mauer muss weg. Die Mauer durchbreche ich mal die muss Mauer weg. hier. Zack. Dann haben wir auf jeden Fall auch einen sehr interessanten Part, nämlich diesen hier. Wie ihr seht, das ist der Bahnhof. Und das Interessante ist, dass, worauf mich Vox da mal jetzt hingewiesen hat, dass man den gar nicht betreten kann. Und auch auf der Minimap sieht man das, indem man nämlich hier, ja, schwarze Flächen hat auf der Minimap. Auf jeden Fall mal eine ganz interessante, ja, ein ganz interessanter Einfall, den Wargaming hatte. Warum aber hier eigentlich der Zug oder die Eisenbahngleise hier nicht zugänglich sind, das verstehe ich nicht so ganz. Naja, ich glaube, sie wollten die Häuser hier wirklich so als Heavy-Areal lassen. Und wenn jetzt rechts auch noch alles offen wäre, hätte man noch eine zweite Möglichkeit, eben schnell die Seiten zu wechseln. Also dass halt Mediums oder leichte Panzer auf der Seite einfach durchfahren könnten und die Heavys flankieren. Und es reicht eigentlich, dass man es drüben am Fluss kann. Okay, also Heavys eher hier in die Richtung, auch Die aufgrund. Begründung dazu, um das jetzt nochmal auszuführen, also warum ich glaube, dass es besser ist, hier mit dem Heavy zu stehen, ist eben, weil man auf der rechten Seite, also wenn man rechts eben steht und auf der rechten Seite dann ist, nicht noch ganz rechts flankiert wird. Okay, Man hat also halt auch so, wenig man steht Flankenoptionen. mit dem Arsch an der Wand, sozusagen. Ein KV-1, wie schön. Oder ist es ein T-150? Ich weiß es gar nicht. Die sehen so ähnlich aus. Hauptsache kaputt. Ja, was auch auf jeden Fall, wenn wir gerade bei kaputt sind, ganz cool ist, ist, dass man hier
unglaublich viel kaputt schießen kann. Man braucht aber ein bisschen, obwohl, nö, das habe ich jetzt auch mit einem Schuss kaputt gekriegt. Aber mit kleinem Kaliber oder kleinem Damage, da braucht man ein paar mehr Schuss. Also zweiter Schuss, ich glaube drei vielleicht, ne? Vorhin waren es. Ja, beim dritten Schuss geht es dann bei mir kaputt. Also das geht auf jeden Fall auch bei vielen Dingen hier. Könnt ihr einfach mal ausprobieren, ein bisschen durch die Gegend schießen. Die meisten brüchigen Mauer, also jetzt bei diesen hier Kästen geht das nicht. Aber ja, auch die Barrikaden, da geht's nicht, ne? Da fällt ein bisschen Staub runter und Holz oder so. Und dann kommt man da aber trotzdem nicht drüber. Genau, also es ist leider nicht so sinnvoll, wie man sich das gerne erwünschen würde. Also zum Beispiel hier diese komplette Häuserreihe kann man eigentlich alles kaputt schießen. Aber naja, wem bringt's ja was, wenn man sowieso nicht da hinten stehen kann in diesen Korridoren? Nützt nichts, genau. Hier über diese Barrikaden, da kommt man von der Seite nicht rüber. Oh, das ist ja interessant. Also hier geht's nicht. Von der anderen Seite. Aber von der Seite anderen Seite rüber. Geht's, ja. Ja. Mal kurz mal zeigen. Andere Panzerklasse, also wenn du jetzt das so mit Klassen machen wolltest, wäre Medium. Ja, was sagst du da, wo sollen die Mediums hin? Ja, die Mediums haben hier, glaube ich, eine nicht ganz so gute Position, wie sie in anderen Maps die vielleicht haben. Es gibt recht viele, ich sag mal, Abschnitte, in denen man flanken kann. Jetzt zum Beispiel hier, ne, könnte man, wenn jetzt da links jemand steht, einfach mal hier drüber und schnell über zum nächsten Block und dann natürlich flanken nach hinten. Allerdings insgesamt ist auf jeden Fall die Möglichkeit nicht so gegeben, weil jetzt zum Beispiel hier entlang zu fahren wäre natürlich total dumm. Man würde sich komplett preisgeben. Und deswegen würde ich sagen, ist für die Mediums ebenfalls so, dass sie entweder auf die östliche oder auf die westliche Seite gehen sollten. Die Mitte würde ich als Medium zumindest meiden. Ja, ich glaube Mitte generell, oder? Das ist so ein großes, offenes Feld. Ja, klar, aber am Anfang aber braucht man da nicht drüber fahren. Später kann man da sicherlich abkürzen, ne? Wenn man weiß, dass genau der Gegner irgendwie nur noch am Rand steht oder so. Ein bisschen wie bei nicht Himmelsdorf, sondern bei Himmelsdorf. Himmelsdorf, genau. Klar, da ist ja auch der Platz in der Mitte, ja. Also da Mauer ist muss weg. Die Mauer muss weg. Also hier zum Beispiel, also ich glaube, als Medium kann man sich hier so um die Ecken relativ gut rumdrücken und kann versuchen, ein bisschen hier in den Seiten zu fahren, was man halt als Heavy Tank jetzt erstmal nicht so machen würde. Und ja, also wie gesagt, ich würde entweder hier auf der rechten Seite bleiben, würde mich um die Häuser so ein bisschen rumdrücken und immer mal gucken, oder würde halt, wie gesagt, hier überhaupt nicht fahren in der Mitte, sondern mich hier eher auf die andere Seite schlagen. Und die ist ja auch recht interessant. Man kennt die ja, Stalingrad wird ja häufig in irgendwelchen Echtzeitstrategiespielen damit angefangen, dass die Russen über diesen großen Fluss hier drüber fahren mit ihren Booten. Und tatsächlich steht hier ja auch ein Boot. Das brennt zwar schon. Und es gibt auch einige kleine Landungsstege, soweit ich mich erinnern kann. Autsch. Ich war etwas zu forsch hier an dieser. Naja. Da draußen ein Boot, ja. Der Fluss ist ganz schön breit, oder? Man sieht nicht mal die andere man Seite. Sieht nicht das andere Ufer. Man könnte denken, es ist ein Meer. You cannot hide. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Nebel. Ich glaube, es ist sehr Nebel. So weit kann es nicht entfernt sein. Ja, hier auf der linken Seite ist deswegen für Mediums interessant. Nicht deswegen, weil es so unglaublich viele Möglichkeiten für Flankenmanöver gibt, sondern eher, weil man sich an vielen Stellen, obwohl es hier sehr breit aussieht, meiner Meinung nach, oder sehr, sehr weitläufig, man sich doch an relativ vielen Stellen verstecken kann. Hier zum Beispiel geht eigentlich hinter diesen Bergen hier ganz gut, oder man kann hier auf der etwas oberen Seite bleiben und nach unten snipen. Also da gibt es schon mehr Möglichkeiten. Die Hauptattraktion auf dieser Seite ist doch eigentlich, dass man mit einem schnellen Panzer hier ziemlich geschützt einmal komplett durchfahren kann. Also wenn man ganz unten fährt, wirklich am Wasser lang, dann hat man von hier oben nur ganz wenig Möglichkeiten, diejenigen, die dort unten sind, zu beschießen. Also ich habe es schon in den 5 Mal, wo ich hier war, erlebt, dass da unten wirklich welche komplett durchgefahren sind und dann eben drüben wieder hoch und dann dem Gegner in den Rücken oder eben in die Seite gefallen. Also da kommt immer jemand drauf, hier unten lang zu fahren.
Ja, das bringt uns ja dann auch zu den Light Tanks, ne? Wo man als Light Tank auf jeden Fall mal hinfahren könnte, ist auf jeden Fall das hier. Und ist Naja. natürlich. Ja, oder? Wo würdest du denn als Light Tank dich sonst entlang drücken? Ja, es ist schwierig als leichter Panzer. Ich habe ja schon angesprochen, diese ganze Obstacles hier, wie sagt man, die Hindernisse, die oben liegen, die machen es einem leichten Panzer ziemlich schwer. Also man wird da häufig gebremst. Hier kann man schön durchfahren, aber man ist halt hier auch ein wirklich gutes Ziel auf große Entfernung. Also wenn hinten irgendwo ein Panzerjäger steht, ja, dann das ist so ein bisschen Roulette irgendwie. Also auf welcher Ebene steht er denn? Ne? Man hat drei Ebenen, wo man hier langfahren kann. Einmal eben ganz oben, so auf der Höhe der Stadt, dann da, wo du gerade bist, und eben ganz unten am Strand. Man muss sich dann aussuchen, auf welcher Ebene man fährt, und dann hoffen, dass eben auf der anderen Seite keiner steht und einen zuerst spottet. Ja, aber dennoch kann man ja hier versuchen, sich an der Wand quasi, an diesem leichten Hügel, an dieser leichten Anhöhe entlang zu drücken und kann hier versuchen, relativ nah am Berg zu bleiben. Ja, vielleicht spielt es auch eine Rolle, in welchem Panzer man ist. Also wenn man jetzt in einem 1390 ist, der richtig Schaden macht, dann kann man die Seite hier nutzen, um eben ja den Gegner dann auf der anderen Seite in den Rücken zu fallen. Wenn man in einem Panzer ist, der eher nur spottet, der also wirklich ein Scout ist, also so eine 38 NA irgendwie in einem Achtergefecht, dann weiß ich nicht, dann spottet man hier unten vielleicht was, aber es kann halt dann keiner irgendwie beschießen. Ja, das ist Also wohl wahr. wollte man alleine sein, ne? Das war die Frage. Jo, dann bleiben wir noch, wenn wir jetzt gerade es auch von Tank Destroyern hatten. Wo würdest du dich als Panzerjäger denn hinstellen? Naja, schon hierhin irgendwie, weil weite Wege, aber auch wenig Gebüsch, wenig Deckung. Also diese Dinger, die hier rumstehen, die sind einfach viel zu klein, die verdecken überhaupt nichts. Ab und zu gibt es mal ein etwas größeres Gebüsch, wo man sich hinstellen kann. Aber auch hier, der Schwachpunkt der Position ist eben, dass man nicht auf die anderen Ebenen schießen kann oder eben ganz schlecht. Ja. Und man muss dann hoffen, dass die Gegner auf der Ebene sind, auf der man selber gerade steht, oder sich dann eben bewegen. Und dann, wie gesagt, hier auf der mittleren Ebene überhaupt keine Deckung. Ganz unten eigentlich auch nicht. Also zumindest nicht so buschmäßig. Ne? Ja, ist wohl wahr. Was ich noch für Tank Destroyer vielleicht empfehlen würde, ist tatsächlich die Mitte und auch für vielleicht ein paar Heavy Tanks, die sehr gut Hulldown stehen können. Wir haben eben gerade schon diese beiden Barrikaden angesprochen. Da kann man doch recht gut Hulldown stehen. Also ich stelle mir einen T34 da sehr gut vor Ja. oder aber so T29, dieses ganzen amerikanischen Panzer. Also drüben im Osten, da sind ja doch so ein paar, nee, im Westen, Entschuldigung, also auf der Stadtseite, da sind ja doch ein paar längere Wege, oder längere Straßen. Ja, einmal die so von B1 nach, was ist es, E3 runtergeht, und dann nochmal die andere da so schräg. Und mit diesen kleinen Häufchen, wo man sich auch mit einem, sagen wir mal, Jagdpanther 2 hinterstellen kann, sind es auch ganz gute Positionen, weil die Front des Jagdpanthers 2, die ist ziemlich gut. Also ich glaube, da kann man dann auch da drüben was machen. Also eigentlich eine recht freundliche Map für Tank Destroyer. Ja, man muss halt dann wissen, in welchem Panzer man sitzt und wo man damit hinfahren kann. Also wenn ich es jetzt mir anders überlege, mit dem E25 zum Beispiel, würde ich da nirgendwo hinfahren in die Stadt, weil der ist so flach, so klein, der kann über keinen der Hügel drüber schießen. Ja. Also hier zum Beispiel würde ich mir eine gute Position vorstellen. Man kann hier die komplette Seite da oder den Ja. kompletten Weg beschießen, aber hat halt noch immer die Möglichkeit, entweder schnell zurückzufahren und die rechte Seite zu verteidigen oder könnte sogar auch schnell nochmal rüber und den kompletten Platz zu überblicken. Auch schön, dass hier überall immer noch so kleine, wie nennt man das, Packs sind. Ja, sieht wie der Pack aus, ne? Und natürlich kann man hier auch schön springen. Wenn man schnell genug ist. Die Schützengräben, die sind auch ganz nett. Ja, mit dem ELC AMX fällt man vielleicht rein. Haben
haben wir ja schon das letzte Mal bei der anderen Map-Vorstellung gemacht. Oh, guck mal, hier komme ich nicht drüber. Ja. Ah, Also doch, es, doch, doch. Das schaffst du. Du musst ein ja, bisschen weiter rechts fahren. es geht, genau. Aber das sind halt wirklich diese Häufchen hier, die sind eben ganz schwierig. Ja. Da sind immer überall irgendwelche unsichtbaren Hier musst du Kanten, wo man langfahren. halt hängen bleibt. Nee, ja, es geht schon hier. Na echt? Weil ich bin hier gerade drüber gesprungen. Das ging eigentlich ganz gut. Naja, Ja, man also ich muss. mag die Ja. nicht, die Dinger. Du magst die nicht. Magst du denn die Map? Naja. Geht so. Ja, doch, ja, es ist optisch schon ganz schön, so von der Atmosphäre finde ich es gut. Von der Aufteilung. Naja. Doch, doch, geht schon. Also ich wünsche mir immer ein bisschen mehr Deckung, so, weil ich ja gerne Jagdpanzer fahre. Aber ich finde, die hat eigentlich relativ viel Deckung. Also, ne, die ganzen Berge und so, diese kleinen Häuschen, Schutthaufen, haben schon ein bisschen was. Naja, okay. Gut, dann Arti haben haben wir wir noch noch gar Arti, nicht. ne? Ja. Ja. Arti ist schwer, finde ich. Also, wie immer bei Stadtmaps kann man hier nur versuchen, sich in die hinterste Ecke zu zielen. Und ja, gut, die Weitläufigkeit auf linker und rechter Seite, glaube ich, lädt natürlich dazu ein, auf eine der Positionen zu gehen. Aber ich glaube, Also schon wenn. am Strand, das ist schon ganz gut. Da kann man, glaube ich, ein bisschen was machen. Allerdings kommt ja der Gegner da auch schnell voran. Also die bleiben halt dann da nicht stehen. Und die Ja. kommen dann auch schnell näher. Was man machen kann, ist sich so in die Verlängerung dieser Straßen stellen. Also ich glaube, wenn ich Arti wäre, würde ich mich hier an einer der Positionen, vielleicht nicht die Straße, weil die doch sehr lang ist, aber hier so in die Ecke. Hier, ja, hier so, dass man gerade noch über das Gebäude drüber schießen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das reicht. Das kommt natürlich auch immer auf die Arti an. Naja, und wo willst du dann zielen? Hier. Also was ist dein Zielgebiet von hier aus? Ja, so diese ganze Korridor vor uns eigentlich. Und natürlich, also was immer geht von hier aus, ist natürlich hier, den Bereich. Also man kann eigentlich schon relativ viel angreifen von hier aus, meiner Meinung nach. Das Problem ist halt, ich weiß natürlich nicht, ob man jetzt über diese Gebäude drüber schießen kann und ja, die bleiben natürlich immer auch ein Problem. Hast du hier schon die Welle niedergerissen? Nieder mit der Ja. Mauer. Hopp. Okay, ich glaube dann, auf der anderen Seite sieht es wahrscheinlich dann ähnlich aus. Übrigens ist das ja auch wieder eine historisch ganz, ganz genaue Map. Also die ist hier nicht irgendwie groß erschaffen Ausgedacht, oder ne? ausgedacht worden, sondern Mit Stadtplan? genau, da wurde man, hat man sich mit dem Stadtplan hingesetzt und hat nicht einen der ganz berühmten, glaube ich, Plätze genommen, sondern einen etwas langweiligeren, also der ohne den Brunnen, ne? Also es gibt ja diesen berühmten Ich Brunnen von kenne mich da nicht Stalingrad. aus. Ja. Muss mal googelt mal Stalingrad, beziehungsweise es gibt auch auf meinem Kanal gibt es diese andere Stalingrad Map News, die habe ich da mal reingestellt und die hat diesen Brunnen da auch im Bild, im Thumbnail. Ja, ich glaube, von dieser Seite würde ich tatsächlich eher hier bleiben. Also die Möglichkeiten von hier aus sind ganz gut. Wenn die Flagge angegriffen wird, dann kann man die auch nochmal verteidigen. Und ja, man kann auf relativ viel, glaube ich, schießen. Vor allem hier das Ja. linke Gebiet bis hierhin sollte möglich sein. Klar, vom Winkel her ist immer nur ein Problem. Vielleicht könnte man sich auch ein bisschen mehr auf die 2J2 Plätze stellen, also da. Aber, boah. Also ich weiß nicht, Arti in Stadtmaps ist halt immer, ne, da beißt man sich immer in den Arsch. Aber ansonsten. Das ist schön, wenn man in FV fährt, dann, also FV 304. Dann macht es nichts. Ja. Na, ich glaube, ich habe letzte Mal
Na, ich weiß gar nicht, ob ich hier gestanden habe. Jedenfalls wollte ich nicht direkt hinter der Basis stehen, wo halt hier das Blickfeld vor einem komplett offen ist. Also sobald jemand in der Mitte ist, macht er einen halt auf. Sondern ich möchte halt irgendwo hinten stehen, wo vor mir halt ein freies Feld ist, aber wo trotzdem noch Häuser stehen. Sodass ich eben von der Mitte aus nicht gespottet werde. Ich glaube, das hier ist ein ganz netter Spot. So. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das. Und wie gesagt, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.